Hallo und herzlich willkommen im Wald. Folgendes. Das da ist eine Seenotrettungsfackel. Und was macht man damit? Unsinn. Ja, primär Unsinn. Außer man ist in Seenot, dann nicht. Es gibt noch eine zweite mögliche Situation, wo man damit was anderes als Unsinn anstellen kann. Und dazu hatte ich schon vor langer Zeit gefühlt inzwischen mal was gesagt. Und zwar im Rahmen von, was tun, wenn die Wildsau kommt. Ja, und wenn die Wildsau kommt, und ich will jetzt nicht nochmal die ganze Geschichte vom Wildschwein erzählen, ja, aber so viel. Wildschweine sind vergleichsweise völlig ungefährlich, verglichen zu anderen wirklich gefährlichen Sachen. Aber es gibt eine ganz geringe Chance, die ist super, super klein. Sie ist aber auch nicht völlig nicht existent, ja, dass man mal von einem Wildschwein angefallen werden kann, wenn man in den Wald geht. Ja, macht euch klar, wahrscheinlich werdet ihr dreimal vom Bus überrollt in eurem Leben, bevor euch einmal ein Wildschwein anfällt. Rein statistisch gesehen, naja, nicht ganz. Ihr werdet wahrscheinlich so 1,7 Mal vom Bus überrollt. Ich weiß es nicht. Es ist auch ganz schwer zu sagen, weil ich denke, nicht jede möglicherweise aggressive Wildschweinbegegnung jeweils gemeldet worden ist. Es gibt Zahlen. Ja, es gibt tatsächlich eine Studie dazu, die das mal untersucht hat. Und da ist so ein bisschen rausgekommen, wenn es eine aggressive Wildschweinbegegnung gibt. Und es gibt eine Statistik zu den Verletzungen nach einem Wildsauangriff, was daraus so resultiert. Wichtig wäre zu sagen, besagte Statistik ist in keinster Weise irgendwie repräsentativ für die gesamte Bevölkerung. Das heißt, da sind nur Leute betroffen, die wirklich sehr häufig im Wald sind. Und wer nur mal hin und wieder und ab und zu in den Wald geht, für den ist die Chance, dass das passiert, natürlich viel, 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 viel geringer. Aber ich will euch jetzt gar keine genaue Zahl nennen, weil das ist alles hoch unwissenschaftlich, wenn man jetzt daraus versucht, wirklich eine Wahrscheinlichkeit vom Wildschwein angefallen zu werden, abzuleiten. Aber tatsächlich von den Leuten, die vom Wildschwein angefallen werden, haben hinterher doch einige irgendwelche Verletzungen, viele nur einfach, weil sie im Fluchtversuch irgendwo dagegen rennen, gegen den Baum, irgendwo drüber fallen, auf Nase fliegen und so weiter. Aber es gibt auch welche, die vom Schwein selber verletzt wurden, und tatsächlich gibt es auch hin und wieder mal einen Todesfall. Ja? Also es gibt 7 Milliarden Sachen, die gefährlicher sind als Wildschweine, gar keine Frage. Und ich will da in keinster Weise in irgendeiner Form irgendwem Angst machen. Im Gegenteil, mir wäre es lieber, wenn die Leute, die sagen, ich gehe nicht in den Wald, da gibt es Wildschweine, kapieren würden, der Nutzen, in den Wald zu gehen, ist erheblich größer als die Gefahr, dass man da einem Wildschwein begegnen könnte. Zumindest meiner Meinung nach so. Ich hatte noch nie Angst vor einem Wildschwein, werde ich wahrscheinlich auch nie haben, es sei denn, es geht wirklich direkt in dem Moment auf mich los, aber ist auch noch nie passiert. Ich hatte schon noch ein paar brenzlige Situationen, wo ich zwischen Bache und Frischling gekommen bin, was man normalerweise besser vermeiden sollte. Das lässt sich aber nicht ganz immer vermeiden, und in 99% der Fälle geht aber auch das gut aus. Dann grunzt die Bache, Frischling rennt um dich rum, rennt auf dich zu, die Bache kapiert, dass du gerade kein Interesse daran hast, ihren Frischling zu fangen. Und selbst wenn der Frischling gefangen werden sollte, ist es auch noch nicht hundertprozentig gesagt, dass die Bache dann angreift. Die hat dann nämlich noch mehr von. Ja? Und dann ist es auch die Frage, verteidigst du, also aus strategischer Überlegung der Bache, verteidigst du es den einen Frischling oder passt er lieber auf die 6 anderen auf? Oder je nachdem, wie viele das sind. Und das sind alles so Überlegungen. Drum, macht euch wirklich klar und macht euch keine Panik, dass vom Wildschwein eine wirkliche Gefahr ausgeht. Das ist eher sehr, sehr unwahrscheinlich. So, und jetzt von dieser Prämisse ausgehend, wenn jetzt jemand trotzdem noch teilparanoide, ich will ja auch nicht behaupten, es gibt gar keine Gefahr vom Wildschwein aus, das ist halt auch gelogen, ja, nennen wir es teilparanoide Ängste hat und sich nicht in den Wald traut, weil da Wildschweine sind, ja, dann kommen jetzt möglicherweise Gegenstände ins Spiel, die einem erstmal psychologisch, erstmal wirklich nur psychologisch, hoffentlich, ja, und hoffentlich braucht man das nie, aber psychologisch dabei helfen könnten, trotzdem in den Wald zu kommen. Und neben Pfefferspray, das ist ja klar, so Tierabwehrspray und so ein Zeug, das kennt man, alles kein Thema, kann man auch mitnehmen, und wenn man sich dann sicherer fühlt, super, Problem gelöst. Ja? Aber was auch noch gibt und was ich mal verteidigen wollte, weil ich auch viel Ärger dafür bekommen habe, vergleichsweise viel Ärger, dass ich das mal empfohlen habe, ist eben Pyrotechnik, ne, im weiteren Sinne, weil Tiere haben nun mal Angst vor Feuer.
gibt ein paar Ausnahmen. Auch deswegen der theoretische Teil, weil wir könnten im Grunde ein 3-Minuten-Video machen, wir zünden das Ding an, sagen, das hilft gegen Wildschwein und tschüss, bis morgen. Ja, aber das machen wir nicht, sondern ich will heute schon noch ein bisschen Theorie nachliefern. Dass Tiere Angst vor Feuer haben, ist ein ganz natürlicher Reflex. Feuer ist gefährlich, Feuer in großer Form, in Form eines Waldbrands, ist erst recht gefährlich. Feuer in kleiner Form kann auch zu großen Formen werden. Ein gesundes, sich normal verhaltendes Wildtier wird also auch schon Feuer in kleiner Form als potenziell... Na, wer bist denn du? Hallo? Oh, das sind ja zwei. Na, die sind aber schön. Konnte leider nicht ganz, das müssten Spechte sein, konnte aber leider nicht erkennen, es ist schon zu duster. Schwarze Silhouette gegen den Himmel. Welche? Aber vom Flugbild her waren Spechte. Hübsch. Was wollte ich denn sagen? Weiß ich nicht mehr. Genau, also die meisten Tiere haben auch vor einem kleinen Feuer schon Angst, weil das könnte ja ein großes Feuer werden. Und dementsprechend sollte also auch die Feuermenge, die hier drin steckt, schon völlig ausreichen, um eine Wildsau auch gegebenenfalls, die sich im Angriffsmodus befindet, die nehmen ja auch wahr, jetzt ist eine gefährliche Situation. Die sind da angespannt, die sind da unter Stress. Und wenn in dem Moment das, was sie gerade angreifen wollen, plötzlich in Flammen aufgeht für das Wildschwein, ja, dann wird es wahrscheinlich mindestens verwirrt sein und im Zweifel bei Verwirrung und bei nicht einschätzen können einer Situation haben die meisten Tiere einen gesunden Fluchtreflex und hauen ab. Ja. Und das dürfte auch bei der Wildsau so sein. Das gilt übrigens für fast jedes Wildtier. Grundsätzlich finde ich die Idee von Feuer als Abwehr gegen angreifendes Wildtier XY, völlig egal welches, grundsätzlich immer eine prima Idee. Gibt wenige Ausnahmen. Beziehungsweise wenige Situationen, in denen man es trotzdem selbstverständlich versuchen kann. Schaden kann es auch, ja. Aber wahrscheinlich eher nicht. Also wenn man nicht völlig deppert verhält. Das ist das Nächste, da muss man auch noch zurückkommen. Beispiel. Unsere deutschen Wölfe, ja, die kommen teilweise vom Truppenübungsplatz und wurden gesäugt und haben ihr Wolfhäufchen gemacht neben einem Panzer. Bang! Der da gerade fleißig am Ballern ist. Und Schießpulver, Rauch, Qualm, Feuer etc. pp. Sie kennen die seit frühester Kindheit. Ja, und wissen, das tut uns eh nichts, gilt nicht uns. Wir machen halt, die komischen Menschen machen da halt gerne mal hin und wieder Krach. Und Panzer, ja, völlig egal. Schießender Panzer, oh, kommt vor, ist halt laut, muss ein bisschen Abstand halten. Ja, aber sonst passiert da nicht viel. Ja. Und da könnte es tatsächlich sein, dass eben Tiere, die eine gewisse Gewöhnung zu Feuer bekommen, ich sehe das auch bei meiner Katze, die dauernd neben dem Ofen schläft, also unserer Katze, Gemeinschaftskatze sozusagen, die ist überall unterwegs gefühlt. Egal, jedenfalls, die pennt halt auch eben gerne auf, neben dem Ofen, neben dem wirklich auch rauchenden Ofen, und normalerweise würde ein Wildtier bei Rauch auch sofort das Weite suchen, weil klar ist, Rauch ist gleich Feuer. Drum können wir, also wenn es auf dem Klo stinkt, ne? Nach nachvollziehbaren Gründen, und man zündet ein Streichholz an, ist ja so ein Haushaltstrick, dann stinkt es gefühlt auf dem Klo weniger nachdem es vorher gestunken hat, dafür stinkt es nach Rauch. Weil einfach unser Gehirn, das ist bei Tieren noch stärker ausgeprägt als bei uns, also besonders die gut riechen können, den Rauch viel eher als Gefahrenquelle wahrnimmt und dann die Rauchwahrnehmung alle anderen Wahrnehmungen von sonstigen Gerüchen überlagert. Also wenn ein Hauch Rauch da ist, dann wird das als mögliche Gefahrenquelle wirklich ganz intensiv vom Gehirn, also letztendlich auch vom an den Riechsinnen gekoppelten Gehirn, wahrgenommen. Und das ist was ganz anderes, als wenn eben einfach nur ein bisschen riecht, als hätte da gerade jemand, was ja auch passiert ist. Genau, ne? So. Und bei Tieren, wie gesagt, die nehmen diesen Rauch auch sehr, sehr schnell wahr. Wenn sie aber gelernt haben durch Erfahrung, dass jetzt nur weil da irgendwas nach Rauch riecht, das noch längst nicht gefährlich sein muss, dann ist das so. Ja? Und besagte Katze, die rennt dir auch 3 Meter neben der Feuerschale vorbei. Das macht der überhaupt nichts und interessiert die gar nicht. Die rennt auch teilweise sehr nah an der Feuerschale vorbei. Und einmal hatte ich Angst, dass sie sich gerade den Schwanz angesenkt hat. Also zumindest die Haare dran. Und von daher automatisch angeboren Angst vor Feuer, ja. Durch Erfahrung können sie aber schon lernen, dass solange sie da jetzt nicht reinspringen, so blöd dürften sie nicht sein, die Wärme durchaus angenehm sein kann. Ja?
und Feuer nicht per se, weil sie noch nie erlebt haben, dass ein Feuer außer Kontrolle gerät und die Feuer, die sie bisher so gesehen haben, immer eben vom Mensch genutzt wurden und dominiert wurden und eben in der für sie vorgesehenen Vorrichtung geblieben sind, dann kann auch eben ein Tier auch die Angst vorm Feuer, zumindest die sehr große Angst vorm Feuer, durchaus verlernen. Ja, und drum ist es halt eben zum Beispiel eben bei Truppenübungsplatzwölfen ein Thema, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass die gegebenenfalls vor so einem Ding gar nicht unbedingt so viel Respekt hätten. Die werden bestimmt nicht versuchen, auf dich zuzurennen, während du ihnen das entgegenstreckst. Aber ob die jetzt gleich panisch wegrennen, ist nochmal eine andere Frage. Übrigens, ich bitte die Bildqualität zu entschuldigen, das ist immer das Problem im Dämmerlicht. Das macht das Filmen nicht unbedingt gerade einfacher, aber es ist halt nun mal Winter und ich möchte hier nachher dunkel haben, wenn ich hier. Ne? Der mit Pfefferspray oder Ähnlichem musst du die Sau auch treffen. Da ist also eine Versagenschance dabei. Und das ist halt einer der Vorteile. Das muss ja nicht das Mittel der Wahl sein. Das ist ohnehin nur Ultima Ratio. Also wirklich allerletzte Maßnahme, wenn man das Gefühl hat, die Sau greift gleich an. Ja, dann. Nur dann. Nur und ausschließlich dann kann man über sowas nachdenken, meiner Meinung nach. Dann ist man auch in einer rechtfertigenden Notwehrsituation, in der man sowas auch anzünden darf. Darf man ja sonst natürlich nicht. Dann kann man das eben machen und das hat halt eben den Vorteil, dass du dann für die Sau quasi das Objekt bist, das in Flammen steht. Da taucht plötzlich aus dem Nix ein super stinkendes dazu noch, super heißes Feuer auf, was gerade eine Wildsau mit ihrer unglaublich effizienten Nase sicherlich sehr, sehr gut wahrnehmen kann, dass es ein super heißes, super stinkendes, super gefährliches potenziell Feuer ist und das hast du dann auch noch in der Hand. Das heißt, sie müsste, das Wildsau, die dich angreift, müsste genau auf diese plötzlich aufgetauchte Gefahrenquelle zurennen und die angreifen. Und ein Feuer anzugreifen, dagegen sprechen hoffentlich alle Instinkte, die diese sehr intelligenten übrigens Tiere haben. Ja, und da darf man schon fast von ausgehen, dass das tatsächlich der Fall sein könnte. So, den Rest der theoretischen Informationen jetzt per Voice-Over und beim ins Feuer gucken, weil das Bild ist zu schlecht geworden. Erstens mal, warum finde ich diese Fackeln tendenziell ein bisschen praktischer als Tierabwehrmittel im Sinne von Jack-Protektor zum Beispiel. Was ist das? Das ist eine Pistole, ein Pistolengriff im Grunde, an dem 4 Pfefferkartuschen befestigt sind, die dann, man kann da bis zu 4-mal theoretisch mit schießen, jeweils einen Pfefferstrahl in Richtung, ja, das, was man abwehren möchte, abfeuern. Das klingt jetzt erstmal toll und das vierfache Ding ist sicherlich auch super, gar keine Frage. Und kann man auch das mitnehmen, wenn einem das lieber ist. Aber bei mir hat das immer so ein bisschen ein Geschmäckle, solche Schusswaffen in Anführungszeichen. Weil, nimm mal an, du bist jetzt im Wald unterwegs, kriegst Angst, holst das Teil raus, weil es irgendwo im Gebüsch geraschelt hat. Und dann kommt da tatsächlich was aus dem Gebüsch und was ist es? Ein Pilzsucher. Und dann schießt du dem Pilzsucher eine Ladung Pfeffer ins Gesicht und der bedankt sich dann. Ja? Also oder allein schon die peinliche Situation und das ungute Gefühl, jemandem Angst gemacht zu haben, wenn jemand um die Ecke kommt und du stehst da und zielst auf den möglicherweise noch mit diesem Pfefferschießgerät. Und da würde ich persönlich erstens mal stinksauer sein, wenn mir das passiert, dass mir jemand so mit so einem Teil auf mich zielt. Und zweitens, wenn ich allein schon jemandem begegne, der mit sowas im Wald rumrennt, würde ich mich auch fragen, was ist denn da los? Ja? Dass man das dabei haben kann, im Rucksack versteckelt und so weiter, kein Thema. Aber du wirst es ja spätestens in dem Moment, wo du mal Angst hast, weil es im Gebüsch knackt, ja, und da möglicherweise das böse Tier drin sein könnte, dann wirst du es halt nicht mehr im Rucksack haben, sondern griffbereit. Und jetzt stellen wir uns die gleiche Situation vor, du holst deine Fackel raus und hältst die halt in der Hand und dann bricht jemand aus dem Gebüsch und es ist der Pilzsammler und schlimmstenfalls sieht er dich, dass du so eine lustig bunte Signalfackel in der Pfote hast. Dann erklärst du ihm kurz, was du damit potenziell vorgehabt hättest, wäre er jetzt ein Wildschwein gewesen und die Situation ist in Ordnung. Ja, dann muss keiner sich aufregen. Und beide können entspannt wieder ihrer Wege gehen. Und das ist mir persönlich eben wichtig. Daher, ich bin wirklich kein Fan von von Waffen im Wald letztendlich. Ja. Wo es notwendig sind, für die Jagd natürlich, dann ist das sicherlich notwendig. Gibt auch Regionen in der Welt, wo man dann tatsächlich eben wegen Wildtieren auch wirklich eine Schusswaffe dabei haben sollte. Zum Beispiel Teile Grönlands, Sibiriens und so weiter, wenn der Eisbär kommt. Aber bei uns im Wald, ne, ganz ehrlich, das ist völlig übertrieben.
Ja, also völlig übertrieben. Und ohnehin, diese ganze Geschichte mit der Fackel, das ist für mich eine Möglichkeit, beziehungsweise ich erzähle das, damit Leute, die echt Panik schieben, die ein bisschen irrational arg viel Angst vor Wildtieren haben, aber trotzdem gerne in den Wald möchten, damit die quasi was haben, um sich dran festzuhalten, um auch einfach mal psychologisch das Gefühl zu haben, man wäre jetzt sicherer und dass man sich auf das Teil verlassen kann und damit einem dann schon nichts passieren wird. Und wenn diejenige Person dann eben dadurch wieder in den Wald gehen kann oder weiterhin in den Wald gehen kann, dann ist das doch eine schöne Sache. So. Sollte es zu einem Anwendungsfall kommen, ja, und es raschelt nicht nur im Gebüsch, sondern aus dem Gebüsch stürmt tatsächlich irgendein wildes Tier auf einen zu und man hat dieses Ding einigermaßen griffbereit. Man kann ja schon vorher, wenn man Angst kriegt, schon mal die Kappe abschrauben. Das macht ja auch nichts, nur die Kappe abschrauben macht erstmal gar nichts, dann ist die Zündschnur sozusagen freigelegt, an der man ziehen kann, dann geht das Ding los. Man kann die Kappe aber auch hinterher wieder draufschrauben, wenn sich bewiesen hat, nö, ist gar nichts Schlimmes passiert. So, und damit ist man dann schon in der Lage, innerhalb von 2 Sekunden die Fackel zu starten. Und sollte das, was da jetzt aus dem Gebüsch gekrochen kommt, tatsächlich eben ein angreifendes Wildschwein zum Beispiel sein, dann ist auch das Anzünden der Fackel erstens gerechtfertigt, was wirklich eine Notsituation ist. Zweitens, die Fackel ist ohnehin schon mal ein Notsignal, das kann auch nicht schaden. Also sollte jemand in der Nähe das Ding sehen oder das Licht sehen, kommt vielleicht sogar jemand nachgucken. Falls also die Wildsau dadurch nicht gestoppt wird und man ist verletzt, ist dann hinterher vielleicht sogar demnächst jemand da, der einem da weiterhelfen kann. Also auch in dieser Hinsicht ist die Tatsache, dass das als Notsignal von den meisten Menschen erkannt wird, vielleicht gar nicht mal so doof, ne? Weil in einer Notsituation soll es ja auch nur verwendet werden. Und das nächste ist Gefahr, den Wald anzuzünden. Ja, die besteht theoretisch natürlich schon, aber die Person, die so ein Ding benutzt, gehen wir ja davon aus, dass die sich in einer wirklich, wirklich gefährlichen Notsituation befindet. Und da rechtfertigt dann das Recht zur Notwehr notfalls auch das Risiko, den Wald anzuzünden. Also aus ethisch-moralischer Sicht wünsche ich wirklich niemandem, dass er im Wald verunglückt. Ich wünsche auch niemandem mir nicht, dass der Wald angezündet wird. Aber man kann das, denke ich, in den allermeisten Fällen, auch wenn man die Fackel wirklich anzünden muss, schon vermeiden, weil man wird sich dann hoffentlich auf einem Waldweg befinden oder zumindest auf einer Rückegasse oder irgendeinem Trampelpfad, wo jetzt nicht alles voll ist mit brennbarem Sträuchern, Gestrüpp oder sonst wie, wo man dann unbedingt die Fackel ausgerechnet ins brennbare Material reinhält. Die hat etwa eine Funkenreichweite von 1 Meter, die Funken. Und mit einem Funken kannst du jetzt auch nicht alles anzünden. In den meisten Fällen wird der Waldboden von den Funken garantiert nicht angezündet. Und die Fackel selber, die hat vielleicht so 40, 50 Zentimeter Flammenreichweite, die sollte man jetzt nun wirklich nicht an eine brennbare Substanz dran halten, aber ich denke, dazu sind die allermeisten von uns dann auch in der Lage, insbesondere wenn man vielleicht das Feuer der Fackel tendenziell eh in Richtung Angreifer hält und selbst sich auf dem Weg befindet. Und dass man die Fackel nicht wegschmeißt, versteht sich von selbst, weil man will sie ja zwischen sich und Angreifer bringen und behält sie logischerweise in der Hand, weil sie quasi den Schutzschild darstellt gegen angreifendes Wildtier. Ja? Also auch da eben dieses Risiko von wegen, ja, dann schmeißt du die ins Gebüsch und dann brennt der halbe Wald ab. Das würde schon passieren, möglicherweise, wenn man sie tatsächlich ins Gebüsch schmeißt, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Sinn und Zweck der Sache ist, das Ding eben zu behalten, solange es brennt. Zumindest mal so lange. Und nach Möglichkeit auch noch ein bisschen länger, weil die ist noch sehr lange heiß und kann dann auch hinterher potenziell noch ein bisschen gefährlich werden. Aber dann wirft man sie auf den Weg und dann ist das Risiko, dass sie was anzündet, auch wieder quasi nicht gegeben. Noch besser, man nimmt sie wieder mit nach Hause, ist nämlich Sondermüll. Gut, so viel dazu. Ja? Dann, ich sag's nachher nochmal, aber die Dinger sind frei ab 18, kosten sowas um die 10 Euro und interessanterweise gibt es sie in zweierlei Arten von Geschäft. Erstens tatsächlich beim Signalmittelbedarf, ja, wo du auch andere Signalmittel zur Rettung in Notsituationen bekommen kannst und du kannst sie auch beim Hooligan-Zubehör-Shop kaufen, in Anführungszeichen. Und da wäre es mir persönlich ein Anliegen, dass man vielleicht drauf guckt, nicht unbedingt beim Hooligan-Zubehör-Shop einzukaufen, sondern vielleicht lieber beim seriösen Händler von Signal- und Nothilfsmitteln.
Gut, ja, frei ab 18 habe ich gesagt. Und nochmal klar machen, das ist ein Notsignal. Das wird möglicherweise von Leuten als Notsignal erkannt. Meines Wissens ist es nicht strafbar, an Land eine Seenotrettungsfackel zu verwenden, im Sinne von, dass man dann ein falsches Notsignal abgegeben hätte. Es wäre gegebenenfalls strafbar, weil das Ding halt eben brennt und gegen diverse Feuerverbote verstößt. Aber ja, vielleicht kennt sich damit jemand juristisch auch nochmal ein bisschen besser aus. In einer Notsituation ist die Anwendung jedenfalls rechtlich völlig in Ordnung und bedenkenlos, meiner Interpretation nach. Und damit können wir dann tatsächlich zum, mit furchtbarem Bild, aber zum Entzünden schreiten. So, ich weiß, man sieht nichts. Ist wahrscheinlich auch gerade bollenunscharf, aber zunächst mal noch zwei Sachen, die mir noch eingefallen sind. Erstens, die Teile, das ist eine Komet-Seenotrettungsfackel. Ich glaube, so kann man die im Internet finden. Komet ist ein angesehener Hersteller von Signalmitteln und ja, Notsignalmitteln auch. So, zweitens, das Ding ist ein Notsignal, ein maritimes Notsignal. Und diese rote Farbe wird von manchen Leuten möglicherweise als Notsignal erkannt. Im Notfall ist das ein Vorteil. Ja, für Spielereien ist das ein Thema und nicht so sinnvoll. Drum bin ich jetzt hier auf, wo man hoffentlich mich wirklich auch nicht auf die Entfernung irgendwie als roten Lichtpunkt jetzt sehen kann im Dunkeln, weil ich will nicht gerettet werden, mir geht's gut. das einfach im Hinterkopf behalten. So, und frei ab 18, kein Spielzeug. Natürlich geht ein großes Verletzungsgefahr von dem Ding aus. Und nochmal, bitte nicht in der Umwelt liegen lassen. Da sind Chemikalien drin, die nicht gut für die besagte Umwelt sind. So, und jetzt tun wir mal so, als wollte ich ab dem Punkt, wo ich jetzt sage, das auch möglichst schnell ankriegen. Ich habe noch nie so ein Teil gezündet. Keine Ahnung. Es steht natürlich drauf, was ich machen soll. Ja, Kappe abziehen, am Bändchen reißen und dann wohin halten, was man nicht anzünden kann. Deswegen gehe ich jetzt auch noch ein paar Schritte zurück. So, und ja, jetzt gucken wir mal. Und zwar tun wir mal so, als würde jetzt, also wenn ich jetzt gleich sage, ein Wildschwein auf mich zugerannt kommen. Und zwar jetzt. Ach du Scheiße! So, jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr und bin vollkommen nachtblind. Okay. Scheiße, ist die hell. Ja. Na, gehst du aus? Nein, scheinbar nicht. Löschen könnte man jetzt mit Schnee. Aber wie gesagt, ich will nicht, dass irgendwas, was in der Fackel drin war, in irgendeiner Form in der Natur landet, jetzt vom Brandrückstand, von den Gasen. Mal abgesehen, das lässt sich nun mal einfach nicht vermeiden. Hab auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen dabei, aber irgendwie muss man es ja mal gemacht haben, wenn man drüber reden möchte. So, jetzt bleibst du hoffentlich aus. Ich nehme die jetzt in diesem Zustand auch mit, ich stecke die nirgendwo in eine Tasche und sonst wie und warte, bis die vollkommen abgekühlt ist und werde sie, wie gesagt, als Sondermüll entsorgen. Meine Fresse, ist das Ding hell. Stand wohl dabei, dass die hell ist, aber krass beeindruckend. So. Was vielleicht noch wichtig wäre jetzt für uns zum Mitnehmen, ungefähre Reichweite der Funken, die das Ding abgibt. Die sind jetzt ungefähr einen Meter weit geflogen. Danach habe ich sie nicht mehr sehen können. Das heißt jetzt nicht, dass danach nicht mehr heiß gewesen sind, aber wahrscheinlich nicht heiß genug, um irgendwas anzuzünden.
Flammenreichweite ungefähr einen halben Meter. Das ist, denke ich, relativ realistisch. Der Griff von dem Ding, man sollte aber wirklich auch nur den Griff anfassen beim Zünden, ja, also diese geriffelte Fläche, wird überhaupt nicht heiß, gar nicht. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Und wie lange das Ding gebrannt hat, habt ihr selber besser jetzt sehen können als ich. Ich hatte nämlich keine Stoppuhr laufen, das hat die Kamera aber so aufgezeichnet. Also, mal ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dem Inferno irgendein Wild hier was anderes macht als das Weitesuchen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Selbst ein Wolf, der neben dem Panzer groß geworden ist. Also effizient? Ich denke ja. Ich denke schon, dass das sehr, sehr effizient ist. Und ich hatte jetzt keine Schwierigkeiten, damit nichts anzuzünden. Also ich denke, das war völlig harmlos, total einfach in der Hand haltbar. Das Ding ist auch nicht schwer. Also wenn du kein Volldepp bist, dann kriegst du es hin, damit nichts anzuzünden. So, und jetzt hau ich ab, bevor mich jemand retten will. Macht's gut, bis morgen. Aber nee, mich dürfte wirklich keiner gesehen haben. Wobei bei dem Inferno, ach ja.